Ich gehe mit meiner Laterne. Das war offenbar gestern. Auf der Donauinsel findet nämlich gerade eine Art Laternenfest XXL statt. Beim China Magic Festival erhellen gerade riesige Gebilde aus Seide, Bambus und Stahl den Himmel über Wien. Sandra Schwarzstein und Peter Unge berichten von der Europapremiere. Egal ob Johann Strauss, ein chinesischer Glücksaffe oder sogar eine Nachbildung der Wiener Staatsoper, sie sind alle auf dem China Magic Festival zu sehen. China Magic hat seinen Ursprung in der Han-Dynastie vor rund 2000 Jahren und bildet traditionell den Abschluss des mehrtägigen chinesischen Neujahrsfests. 18.000 LED-Lichter sind auf dem 70.000 Quadratmeter großen Areal auf der Donauinsel verbaut worden. Neben den Leuchtskulpturen werden stündlich Ausschnitte aus Sichuan-Opern aufgeführt, bekannt für blitzartige Masken. Wechsel. Da muss man genau hinschauen, so schnell geht das. Das Maskenwechseln ist ein Kulturgut aus Sichuan. Es ist ein gut gehütetes Geheimnis, aber eines kann ich verraten, es sind jahrelanges Training und viel Übung notwendig. Die Besucher sind begeistert. Sehr gut hat es uns gefallen, ja. War überraschend, überhaupt das letzte jetzt mit den Masken. Das ist ganz schön verzaubert, ja. Noch nie so was Ähnliches gesehen, also ganz was Besonderes. Sehr viel Aufwand und die Chinesen sind sowieso, haben eine ganz tolle Körperbeherrschung und die können ganz tolle Sachen, also bin sehr fasziniert davon. Wien ist als erste Station einer weltweiten Tour ausgewählt worden. In Wien ist man deshalb gelandet, weil Wien im Speziellen und auch Österreich im Allgemeinen ein sehr hohes Standing in China hat. In China sieht man Wien als Kulturhauptstadt Europas. Man mag Wien, man mag Österreich, man mag die österreichische Kultur, die Lebensweise, auch das österreichische Essen und Trinken hat in China einen sehr hohen Stellenwert. Nach dem Festival sollen einige der Installationen übrigens versteigert werden. Wer also noch Platz für einen 50 Meter langen Drachen hat, könnte diesen bald sein eigen nennen. Das China Magic Festival auf der Donauinsel läuft noch bis zum 9. Oktober. Der Eintritt kostet 22 Euro.